Take Nummer 25 bei einer Spezialedition von Daschau hier. Heute steht alles im Zeichen der Nummer 25. Es ist der 25. Mai. Aber ich werde jetzt eine ganz besondere Person treffen. Und zwar die Nummer 25 der FC Bayern Frauenmannschaft, die Sarah Zadrazil. Und jetzt schauen wir mal, wo sie sich versteckt hält. Wie ich auch im Mittelfeld zu Hause. Sie kommt aus Österreich. Ist selbst auch sehr schlagfertig, lustig, natürlich auch mit allen Wassern gewaschen. Und jetzt schauen wir mal, unterhalten wir uns mal, was bei der Spielerin der österreichischen Nationalmannschaft so abgeht, welche Ziele sie so hat. Und dann haben wir auch noch eine Challenge vorbereitet. Also spannende Sachen, alles im Zeichen der 25. Und Sarah, ja, wo ist denn jetzt? Ah ja, okay, ich dachte schon, hat sich versteckt. Also ich habe dich hier schon super vorgestellt, alles im Zeichen der 25. Ja, liebe Sarah, grüß dich, servus. Hallo. Also ich habe dich vorgestellt, Nummer 25, Mittelfeldspielerin, österreichische Nationalspielerin und natürlich wichtiger Bestandteil der FC Bayern Frauenmannschaft. Korrekt. Jetzt, ich kenne mich ein bisschen aus natürlich, aber wir wollen natürlich den Zuschauern und Zuschauerinnen auch ein bisschen was über den Frauenfußball auch so mitgeben, was die vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben. Was war so bisher für dich dein größtes Highlight? Mein größtes Highlight? Also muss jetzt nicht ein Erfolg sein, sondern geht vielleicht auch um Erlebnis. Ja, ich muss sagen, das Erlebnis, dass wir dieses Jahr in der Allianz gespielt haben. Ja, das hatte ich schon. Die Frage hatte ich schon so auf dem Schirm. Im Rennen. Ja, aber es war schon echt eine coole Erfahrung. Also wer es nicht weiß, kann man gerne nochmal nachschauen. Im Streamingdienst FC Bayern gegen Paris Saint-Germain. Hin- und Rückspiel, sehr sehenswert, war eine spannende Nummer. Und das Hinspiel hat erstmals, oder? Erstmals in der Allianz Arena stattgefunden und es waren auch eigentlich gut Zuschauer da, oder? 13.000, der Unterrang war voll und das war echt cool. Und Spiel war auch gut. Ja. Also Spiel war gut und spannend. Das Rückspiel auch. Das Rückspiel auch. Wir verraten nicht, wie es ausging. Bayern hat auf jeden Fall eine sehr gute Figur gemacht. Aber ich glaube, im Rückspiel war es gar nicht mehr dabei, ne? Corona. Da habt ihr Probleme gehabt, ne? Wir hatten nur noch 11 Leute. Ja, auf der Bank saßen 3 Spielerinnen nur noch. Aus der zweiten. Ja, genau. Ja, es war ein bisschen spezielle Situation, aber trotzdem Allianz Arena, cooles Erlebnis. Ja, Sarah, schön, dass wir uns getroffen haben jetzt. Jetzt greifen wir an, jetzt gibt es noch einen kleinen Talk. Aber da gehen wir in den Schatten, ja, passt. Oder? Auf geht's. Ein bisschen gemütlicher. Österreicher und die Bayern, die wollen es ja ein bisschen gemütlich, gell? Die kennen auch ganz gut miteinander. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, wie man sehen kann hier, wir gehen hier durch ein Umspannwerk, also glaube ich zumindest. Also es hat was mit Strom zu tun in der Location, in der wir hier sind. Und die Sarah, die ist auf dem Platz ja auch immer unter Strom. Ja, also schon, gut, ja. Wir sind beide da sehr umtriebig, deswegen vielleicht auch die Kombination der Nummer 25. Sarah im Mittelfeld daheim, so im Schnitt, wie viele gelbe Karten sammelst du dir so? Ich muss sagen, relativ wenig. Ich bin echt sehr fair. Okay. Also ich gewinne eigentlich meistens den Ball. Ja, okay. Das ist nie schlecht. Also kann man immer gebrauchen. Wenig gelbe Karten. Kann man immer gebrauchen. Aber gehst dann schon mal zur Sache, ja, ja. Wenn es brennt. Das schon. Also sind wir an der richtigen Location. Immer unter Strom, das Ganze. Nee, wir haben es hier ganz gemütlich. Jetzt, Sarah, ich will mal von dir wissen, wie ist denn dein Werdegang so gelaufen von deinen Vorstellungen? Wie kamst du zum Fußball? Ich glaube, familiär seid ihr ja schon Fußball. Ja, eigentlich. Fußball orientiert. Das Klassische. Okay. Ja. Als kleines Kind spielst du immer Fußball, bist immer Fußballplatz. Ja. Auch gespielt. Okay. Dann war ich auch schon im Verein und irgendwie hat sich das dann so entwickelt. Dann bin ich aufs College in den USA gegangen. Mhm. 4 Jahre. War spannend. Ja, richtig cooles Erlebnis. Ja, in die USA ist natürlich. College-Lifestyle und Frauenfußball hat ein ganz anderer Stellenwert, ne? Extrem. Weil die Amerikanerinnen, die waren ja immer. Genau. Ja, und ich sag mal, Männer spielen dort andere Sportarten, Baseball, Basketball, um Fußball, so, das ist für die Frauen. Ja, und dann Deutsche Bundesliga, Potsdam. Und aber man, es hat einen schon aufgrund natürlich seiner Herkunft, zieht es einen zurück und vor allem in die Liga. Wie steht denn die Frauen-Bundesliga gut. So da? Ganz also gut. Ich glaube, mit Wolfsburg, Bayern immer in der Champions League, Vereine, die ja sehr weit kommen. Und ja, das stimmt. Klar, ich sag mal, Sachen Marketing und so weiter, das ist England der England Vorreiter. Aktuell, ne? Die sind halt super am Pushen, was Frauenfußball betrifft. Ja. Da ist Luft nach oben, aber ich finde die deutsche Liga. Das heißt, England, Frankreich, Deutschland oder was sind so die Top-Frauenligen? Doch, die und Spanien hat halt ein, zwei Mannschaften mit Barcelona, aber eigentlich. Habe ich letztes Mal mitbekommen, ja. Die haben was? Alles gewonnen, oder? Ja, alles gewonnen und halt Camp Nou ausverkauft, Champions League. Okay, das sind schon Highlights. Das ist schon so ein Next Level, wo man sagt, ja, klar. Ja, absolut.
Nee, cool. Aber das heißt ja, als Österreicherin hat man ja manchmal, also nicht automatisch, aber schon eine Nähe irgendwo eher zu Bayern. Bayern München ist natürlich in Österreich auch groß. Das schon. Also das heißt für dich schon cool, hier zu spielen. Und ja, als Kind war immer Bayern München präsent. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so der größte Fan war, aber es war halt präsent. Und irgendwie die Nähe zur Heimat ist nur so ein Luxus, der jetzt noch dazu kommt, dass ich jederzeit heimfahren kann. Und ich bin einfach Familienmensch, von dem her ist München echt super. Man kann es auch ganz gut aushalten, also auch wenn das jetzt hier ein ehemaliges Umspannwerk ist. Also hier ist schon ziemlich lässig, muss man sagen. Kaltgetränke haben hier unsere Produktionsleiter leider nicht organisiert. Da bleibt uns der Mund staubig, aber gut. Ja, wie im Spielfeld so. Was steht denn jetzt so an im Sommer? Bei mir weiß ich ja, gut, klar, WM-Jahr ist super spannend, aber ich glaube, bei euch steht auch was an, ne? Wir haben die Europameisterschaft in England. Juli geht's los. Home of Football. Home of Football wird sicher richtig cooles Event. Habt ihr auch coole Stadien, Locations? Ja, wir haben das Glück, dass wir mit England in der Gruppe sind, von denen Spiel gegen England. Okay. Kann man mal so stehen lassen. Also natürlich versucht man sich aufs Sportliche zu konzentrieren, aber wenn man sich die Gesamtgemengelage anschaut, wird es auf jeden Fall ein geiles Erlebnis. Ja, zum Genießen für uns. Und ich glaube, wir fahren dahin und wollen natürlich abliefern und dann schauen wir mal. Aber es wird sicher gut. Das heißt, du spielst ja im Mittelfeld, das heißt, du schießt schon ab und zu mal Tore, nicht allzu oft. Wenn, dann meistens sehr schöne Tore. Sehr schöne, das aber hört dafür sich gut. Wenige. Wenige und dann halt im Eröffnungsspiel. Ja, dann genau. Kannst du mal richtig, dann kannst du sie richtig feiern lassen. Kriegen wir hin. Wie viele österreichische Fans werden da erwartet? Keine Müssen Ahnung. Wir noch die Werbetrommel ein bisschen rühren, dadurch, oder? Dadurch, dass ausverkauft ist und hauptsächlich vermutlich Engländer sind, ist auch okay. Sind auch rot-weiß von dem her. So fällt nicht auf. Das passt. Ja, das ist cool, aber ihr rechnet euch schon ein bisschen was aus. Also natürlich vielleicht nicht als Top-Favorit. Genau, ich glaube, die aber Gruppe ist sehr ausgeglichen und wir ihr könnt es schaffen in die K.O.-Runde. Hoffentlich. Ja. Also 2017 haben wir es geschafft. Das ist schon das Ziel, aber es ist ein schwerer Weg. Ansonsten, gut, ich habe ja meinen Vertrag gerade verlängert. Danke. Das heißt, meine kurzfristige Zukunft ist erstmal geklärt. Wie sieht es bei dir aus, bei euch? Ich habe nur ein Jahr in München. Okay. Schauen wir mal. Das heißt, da müssen wir dann langsam auch mal zumindest mal Gespräche führen. Klar, die Medien sind ja gerade aktiv. Liebe Vereinsführung. Legt's los. Das heißt, ihr seid ja gerade klar in der Champions League. Die Spiele habe ich gesehen, da seid ihr richtig, wirklich unglücklich eigentlich ausgeschieden. Da war mehr drin. Jetzt hinten raus, glaube ich, in der Liga habt ihr gegen Wolfsburg dann den Kürzeren gezogen. Hatten wir auch Corona, muss man auch sagen, in Wolfsburg. Okay. Das war direkt im Anschluss. Verloren, also sehr klar verloren. Und so einer blöden Phase einfach. Genau. Ja, das gehört dazu. Das stimmt. Das heißt aber für nächstes Jahr. Greift wieder an. Ja, ich glaube, bei Bayern will man immer Titel gewinnen. Das stimmt. Und dieses Jahr ist halt leider. Die DNA, die, es ist so, die wird von oben Männern vorgegeben oder von der Geschichte auch vorgegeben, sage ich mal, weil es liegt ja nicht an den einzelnen Personen. Nein, sondern das ist unser Anspruch. Ja. Mich würde interessieren, was war eigentlich so dein Highlight-Spiel in deiner Karriere? Ja, Highlight-Spiele hatte ich, Erlebnisse hatte ich natürlich viele coole, aber ich sag mal, der krasseste Moment, also wo am meisten irgendwie Emotionen unterwegs waren jetzt, hat gestern, gut, jetzt verraten wir das Datum vom Drehtag, war Jahrestag, Finale da waren, dieses 1-0. Unabhängig davon, dass ich das geschossen habe, aber das war so eine Erlösung. Ja. Wir waren ja 2011, waren wir titellos, glaube ich. Ich glaube titellos. 2012, zu dem Zeitpunkt war eigentlich schon klar, Dortmund wird Meister. Wahrscheinlich ist schon festgestanden sogar. Wir waren noch im Pokalfinale, aber dann war dieses eben Finale in der Allianz Arena. Und wir waren ja das ganze Spiel eigentlich überlegen. Immer drauf und dran, dass wir es klar machen. Und wir haben einfach den Ball nicht ins Tor bekommen. Und dann kommt diese Situation. Wir wissen genau, Stadion voll, Olympiastadion war noch voll mit Public Viewing. Und dann kommt die Flanke, ich drücke den Kopfball am Boden, habe natürlich auch ein bisschen Glück, dass der mit dem Aufsetzer oben unter das Dach geht. Und dann war das so für diese ganze Stadt, ja, die 60er-Fans jetzt mal wahrscheinlich, ja. Für die ganze Stadt war das wie die Erlösung schlechthin. Wie wenn wirklich auf einmal das Licht angeht. Wahrscheinlich hier im Umspannwerk, da sind die Funken geflogen. Und das war so krass, die Mitspieler, die Augen von den Mitspielern, das war so unglaublich.
Unabhängig natürlich davon, wie es dann am Ende ausging. Klar, das ist Fußball, das ist auch das Schöne am Fußball, dass es solche Wendungen immer noch gibt. Aber das war echt krass, dieser Moment. Ja, schön. Und ansonsten, hey Mann. Viele Highlights einfach deiner Karriere. Mann, ich habe sehr viel gewonnen und trotzdem, selbst wenn du in der Karriere viel gewinnst, verlierst öfter, als du gewinnst. Viele große Spiele natürlich auch verloren, aber das war so der Knaller. Ja, cool. Bei der Euro habe ich vielleicht auch dann so einen Moment. Ja, es ist ja immer so, ich sag mal jetzt bei mir letztes Jahr bei der Euro, als wir dann ausgeschieden sind, hatte ich auch die Situation, wo ich die beste Torchance für uns gehabt habe. Schießt einen halben Meter daneben, wenn er reingeht dann im Wembley, machst das 1-1 gegen England, hast ja, wieder so einen Moment. Du musst dich immer wieder in Form bringen und in diese Verfassung, dass du die Momente bekommst. Ob die dann reingehen oder nicht, du kannst ja nur versuchen. Aber du musst halt da sein und immer den nächsten Moment suchen. Und manchmal klappt es und manchmal nicht. Ja, ja, Nummer 25, wie kommt's? Wie kommt's? Ja, der Zeugwart dachte, ich bleib nicht lang. Der Klassiker. Hat sich getäuscht. Der Zeugwart dachte, ja, jetzt kommt halt da wieder so ein junger Spieler, die müssen wir auch versorgen. Natürlich sind ja oft die klassischen Fußballnummern von 1 bis 11 und dann drüber sind ja schon vergeben von Spielern, die länger dabei sind. Welche hättest du gern gehabt damals? Nein, ich war da immer relativ. Okay. Am liebsten habe ich ein Tor geschossen oder eins vorgelegt. Welche Nummer das war, da war ich tatsächlich noch nie romantisch. Und dann war es die 25 und hätte auch anders laufen können. Wie gesagt, ich hatte auch immer wieder Momente, wo der Weg auch hätte woanders hinführen können. Aber ich bin halt dann bei Bayern, habe mich durchsetzen können und deswegen ist mir die 25 dann geblieben. Und dadurch, dass mein Durchstarterjahr so erfolgreich war, sage ich mal, und nicht so schleichend, habe ich auch gesagt, ich behalte die Nummer. Verstehe, ja. Weil ich wollte dann nicht so ungefähr die sich jetzt wirklich so, mal ein Herz gefasst haben und gesagt haben, so, ich kaufe mir ein Trikot von diesem jungen Spieler, der da ein bisschen da rumläuft. Da wollte ich nicht, ja, jetzt hat er eine andere Nummer, nur weil es gerade gut gelaufen ist und dementsprechend 25. Wie war es bei dir? Ja, ich hatte die 27 in Potsdam, war in München vergeben. Dann war es okay, die nächst nähere Nummer ist die 25. Mhm. Meine Mama hat am 25. Geburtstag, okay. Der Thomas Müller ja, trägt die klar, 25 ja. Und dann haben wir gedacht, ja, nehme ich die 25. Ja, muss man sich ja natürlich erstmal rantrauen, weil man muss natürlich die Rolle unabhängig vom Sportlichen, muss man natürlich auch eine gewisse Schlagfertigkeit mitbringen, aber gut, ich sehe schon, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Gute Wahl. Gute Wahl, gell? Danke. Ebenso. Jetzt gab es viel Talk, auch über die 25, aber dann schreit man zur Tat, streifen wir uns die 25 mal über.